Man. Du fehlst mir auch. Warum bist du noch auf? Ist das nicht 3 Uhr morgens in London? Ja, aber ich habe auch nicht schlafen können. Alan hat mir warme Milch und Masturbieren vorgeschlagen. Das ist seine Lösung für fast alles. Keine Sorge, er wird nicht ewig hier wohnen. Was mir viel wichtiger ist, wann kommst du wieder? Oh, wirklich noch eine Woche? Gut, dann ist das entschieden. Ich mach mir eine warme Milch. In Ordnung, geh lieber schlafen. Ich liebe dich. Nein, ich liebe dich noch mehr. Nein, ich liebe dich noch mehr. Habt ihr ein Problem mit der Liebe? Nein, nein. Entschuldige. Nur Jake und sein Freund. Nein, er wird auch nicht ewig hier wohnen. Gut, bis dann. Träum was Schönes. Wir lassen dich jetzt in Ruhe. Nein, schon okay. Was habt ihr vor? Wir wollten auf dem großen Fernseher ein Spiel zocken, aber wenn du zu tun hast... Nein, okay. Ist ja geil. Cool. Wo ist dein Vater? Er ist bei der Mutter von dem Typ hier. Sie holen meine Oma im Internationalen Genesungs- und Ruhestift ab. Intergruft. Ein Altersheim? Ja, da gibt's viele Alte. Warum, weiß ich auch nicht. Ziemlich lahmer Verein. Außer wenn's Pudding gibt. Wow. Dein Vater wird der Mutter seiner Freundin vorgestellt. Ein ziemlich großer Schritt. Nicht so groß wie zusammen poppen. Halt doch die Klappe. Komm schon, wir haben doch gehört, wie sie's miteinander treiben. Alter. Oh, Alan. Oh, Lindsay. Okay, ich hau ab, wenn du nicht aufhörst. Von mir aus? Und nehme ein Spiel mit. Bitte, entschuldige. Angenommen. Gut, dass ihr es mit Humor nehmt. Viele Scheidungskinder sind nämlich immer nur voller Hass und Wut. Ja, aber der Hass verfliegt total, wenn man so viel Dope raucht wie wir. Das ist wahr. Als mein Vater abgehauen ist, da bestand ich nur aus Hass. Und dann? Ich habe meine ganze Energie ins Schreiben von Computerprogrammen gesteckt. Mit 20 Jahren hatte ich meine erste Million. Das haben wir auch vor. Ja, genau. Echt? Welche Sprache benutzt ihr? Java? Perl? C++? Okay, es muss ja keine Million sein. Du bist ja gut gelaunt. Allerdings. Freust du dich auf deine Mutter? Ganz und gar nicht. Ich bin total high. Aber ich freue mich drauf, wenn meine zweite Entspannungspille anfängt zu wirken. Kann ich verstehen. Sowas kann ich leider bei meiner Mom nicht machen. Da muss ich wach sein. Denn mit ihr ist wie mit einer Schlange in einem Käfig gefangen zu sein. Meine Mom ist mehr wie ein Hamster. Sie scheinen putzig, aber sie fressen ihre Jungen. Ich freue mich auf sie. Und du wirst sie lieb haben. Alle haben sie furchtbar lieb. Sie ist süß, scheu und charmant. Außer man kommt aus ihrem Uterus. Dann verspeist sie einen zum Frühstück. Schlimme Sache. Ja, und es wird schlimmer, seit mein Vater tot ist. Bestimmt, weil sie ihn geliebt hat. Nein, sie hat ihn gehasst. Sie wollte ihn mal umbringen. Machst du Witze? Er hat ihr beim Golfen einen Tipp gegeben und sie hat ihm eins mit einem 9er-Eisen übergebraten. Was, mit einem 9er-Eisen? Die Schlägernummer hat gestimmt, es war ein 100-Meter-Schlag. Jedenfalls, als er ein paar Jahre darauf den Löffel weglegte, erklärte sie ihn zur Liebe ihres Lebens, zog um in ein Seniorenstift und hängte ein Geschlossenschild vor ihre Huha. Okay, dann werde ich beim Essen nicht über Golf reden. Oder über Huhas. Ja, am besten auch nicht über Politik, Religion und der Preis ist heiß. Der Preis ist heiß? Sie fehlt Bob Barker, sie hasst Drew Carey. Ach, wirklich? Ich finde, er bringt da frischen Wind rein. Sag sowas nicht. Er ist hinter dir, er ist hinter dir, beweg dich, keine beweg Sorge, dich du los! Anfänger, ich kill ihn!